Willkommen zurück, auf in die Pokémon-Liga. Wir sind bereit. Ich zumindest. Hi. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Du willst gegen mich kämpfen. So. Aha. Ed. Ist Eis gegen Stahl effektiv? Ist Psycho gegen Stahl effektiv? Ist Eis gegen Stahl effektiv? Ich probier's. Nein. Ist nicht sehr effektiv. Oh je. Das könnte unser Todesurteil sein. Juch! Ich wechsle schnell. Zu Rain. Der kann Kampfattacke. Oh. Und Donnerblitz ist nicht sehr effektiv, weil wir selber ein Donner-Pokémon sind. So, Doppelkick. Irgendwie wäre auch mal eine gescheite Kampfattacke was Gutes. Aber ich glaube, das bleibt bloßes Hoffen. Und was hast du noch? Morlord, das ist, glaube ich, Bodenwasser. Wollen wir mal mit Caleb kämpfen? Nur mal so zum Gucken. Ich meine, wir haben Legendäres. Warum? Dann sollten wir es auch einmal wenigstens zeigen. Was haben wir denn? Blubstrahl, Kaskade und Windstoß. Ja, keine Ahnung. Setzen wir Windstoß ein. Oh. Amnesie. Spezialverteidigung steigt stark. Wasser wird nicht so viel ausmachen, oder? Oh, doch, geht. Erdbeben, was geht denn? In Deutschland geht ein Bido. Nett, 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 nett. Boah, Wahnsinn, wie stark. Ach so, okay, Volltreffer, ja, dann. Oh, Morlord hat eine viel zu hohe Verteidigung. Ich sehe schon. Ja, jetzt setzt halt noch mehr Erdbeben ein. Willst du die ganze Welt zerbröckeln? Nein, nein. Huhuhu. Und noch einmal Blubstrahl. Ich glaube, Blubstrahl haben wir noch nie gesehen. Juhu. Kelle braucht gar keine Erfahrungspunkte. Oh, Girlie erreicht Level 32. Tada, jetzt hast du wahrscheinlich 3 EP oder so. Setzt Owei ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, eigentlich zu Girlie, aber dann setzen wir halt Blue ein. Weil Blue kann Flug und Flug ist effektiv gegen Owei. Los, Blue. Setz Fliegen ein. Juhu, hoch in die Lüfte. Flu fliegt hoch empor. Nein, Flu, Blue. Heieiei, oh Gott, der will Solarstrahl einsetzen. Jetzt mach ihn down. Oh, Gott sei Dank. Die Attacke war genug effektiv. Yay. Wir haben Astrainer Ed besiegt. Haha. Juhu. Genau, wieso sagst du Juhu? Wenn du das hier erfolgreich überstehst, wirst du die Wahrheit erkennen. Entschuldigung, ich wollte dir nur etwas Geistreiches sagen. Das war nicht geistreich, das war Mumpitz. Hypertrank. Hier, Yam Yam. Essen. 82 EP, da hätte eine Limo gereicht. Habe ich auch keine Limo. Wieso habe ich keine Limo? Wieso habe ich keinen Schutz an? Hut, Noctu. Nicht Hut, Hut. Noctu. Okay, das hat ein hohes Level, deswegen... Ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Wie, wir können einfach an dir vorbeigehen. Das ist ja schwach. Hm, du bist gut, nicht wahr? Ich denke schon. Ich bin vor der Pokémon-Liga. Irgendwas muss ja gut passen. Ein Pokémon, und zwar Sandama. Das ist Boden. Wasser. Ist auch Eis? Geht auch Eis? Klang mal gut. Die Attacke ist sehr effektiv. Ja, dann. Kein Problem. Girlie macht alles im Alleingang hier. Aber das ist gut, weil dann steigt die auf das Niveau von den anderen 4. Hallo.
sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Hm, ich weiß, du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Du bist ja schlau. Wow. Ich will so schlau sein wie du, Kyrill. Kyrill? Keine Ahnung. Ein Starmie. Wir haben immer noch nichts gegen Wasser. Auf Level 52 hat die gesagt, es dauert ja noch ewig. Reicht eine Konfusion? Also natürlich reicht eine nicht, aber boah, das war nicht sehr effektiv. Aber es ist verwirrt. Aber bitter. Also Eishieb ist auch nicht sehr effektiv, oder? Haha, du hast dich selbst verletzt, Opfer. Nee, ist auch nicht sehr effektiv. Oh, wie sollen wir das nur schaffen? Was ist eigentlich Pulverschnee? Setzen wir mal Pulverschnee ein. Das haben wir noch nie eingesetzt, glaube ich. Oder wenn, dann erst einmal. Pum. Die Attacke ist nicht sehr effektiv und wir haben es trotzdem erledigt. Haha. Wir halten zweimal 661 EP. So, Girafferig ist ein Psycho-Pokémon. Da nehmen wir Kornel, der kann beißen und beißen tut weh. Ja. Yeah. Ein Moment mal ganz kurz. So, jetzt, ich musste mir nur schnell meine Nase putzen und ich habe die falsche Attacke eingesetzt, ich Idiot. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt ist es in einem Whirlpool gefangen. Oh, das ist echt schwach. Ging in die Falle und verschnellert ihre Initiative. Naja, macht ja nichts. Kampf bei beißen. Beißen, ham ham, yam yam yam. Essen, Futter. Kornel, hier, dein Essen, ein Girafferig. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich hoffe, es schmeckt dir. Es ist eine zu große Portion für Kornel. Er muss zweimal reinbeißen. Stampfer! Hör auf meinem Kopf rumzustampfen. Auf Kornels Kopf. Der braucht seinen Kopf noch. Glaube ich. Ich denke schon. Und was haben wir noch? Oh wei, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, wir nehmen wieder Blue. Wieso ist eigentlich Blue erst auf Level 37? Eigentlich sollte Blue stärker sein. Ich weiß ja nicht, aber... Irgendwie dachte ich, dass Blue schon auf Level 38 war. Keine Ahnung. Blue Flug hoch empor und er setzt Reflektor ein. Was ist das? Die Verteidigung steigt. Macht nichts. Dürfte reichen, ist das 30 Level bloß? Oh, nee. Oh, du schwach. Mat. Wir setzen mal Flügelschlag ein. Mit einem Wusch-Wusch mit den Flügeln. Reicht. Blue erhält 315 Erfahrungspunkte und Girlie auch, obwohl sie gar nichts getan hat. Das ist zu viel. Na, sag mir, woran du denkst. Deine Fähigkeiten versprechen gute Ergebnisse in der Pokémon-Liga. Ich spüre das. Lass mich raten, du hast doch gespürt, dass du gewinnst. Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Die sind nämlich supi. Auf Level 32, ein wildes Noctur. Ach, doch nicht Starmie. Entschuldigung. Ist Starmie nur Typ Wasser? Das weiß ich gar nicht. Rain? Jo, wir Kopfnussnest zu Tode. Blobstrahl! Oh no! Auf welchem Level ist das Starmie denn? 31, das ist okay. Und bam! Oh nein, jetzt habe ich Schluck auf. Habt ihr es gehört? Entschuldigung. Och, Blubstrahl, wie langweilig. Komm, das bringt sowieso nichts. Juch, es bringt doch ein bisschen was, aber nur ein bisschen. Ach, hör auf zu piebeln. Nidoqueen. Gift. Möchtest du wechseln?
Ja. Ja, wir nehmen Cornel. Und wir machen es nass mit Surfer. Hallo, Nidoqueen. Los, Cornel. Mach's nass. Und reicht das? Ja, super. Die Attacke ist sehr effektiv und es reicht. Denn sie ist gefroren, glaube ich. So, was haben wir noch? Starmie. Ach, du mit deinem blöden Starmie, ey. Nerv mich nicht. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich mache es irgendwie mit Biss fertig. Wir essen jetzt einen Starmie. Seestern kann man bestimmt in echt auch essen. Schmeckt bestimmt nicht gut. Also ich will es jetzt niemandem vermiesen, aber ich weiß ja nicht, wie es schmeckt. Aber ich mag schon Muscheln und so ein Schmarrn nicht. Muscheln, Garnelen. Dass ich mal einen Fisch esse, ist schon ein Wunder. Kommt drauf an, was für ein Fischstäbchen schon. So, als Trainer Bea wurde besiegt. Oh, du bist viel zu stark. Ja, ach nee. Ich bin auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Ich finde, ihr seid alle viel zu schwach für die Pokémon-Liga. Du siehst aus wie ein Wanderer. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Stopp, das ist meine Aufgabe, nicht deine. Oh, oh. Du bist ein Angler. Arthur. Ein Stachelfisch. Hast du eine Fahrschule, Mr. Stachelfisch? Wir setzen mal Konfusion ein. Ja, klasse. Wieso ist das sehr effektiv? Da war noch irgendein zweiter Typ mit drin. Keine Ahnung. Prima. Das ist ja prima. Ballerina. Anglator setzt Baldorfisch ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nö, wenn ich weiß, dass Konfusion effektiv ist. Ich habe heute einen Sprachfehler. Ey. Wahnsinn. Hey, mein Kater. Hallo. Baldorfisch wurde besiegt. Wie unterschiedlich die Gold King die EP geben, ist schon Wahnsinn. Golking, Golking. Und wir Kopfnussen Golking, yay. Ob das reicht? Niemals. Nein! Rain! Du musst überleben! Ich hätte jetzt auch heilen können, aber ich hoffe, dass die Attacke zurückschreckt. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Rain, tut mir leid. Aber jetzt hat es nur noch wenige EP. Jetzt können wir es auch so wie sie mit Girly. Wir konfusionieren es. So. Angler Arthur wurde besiegt. Nein, nicht in diesem Kampf. Die Schlacht haben wir verloren, aber den Krieg werden wir gewinnen. So, vor dem Gras sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken.